Hallo, im letzten Video haben wir unsere erste Beziehung in Access erstellt. Und da haben wir unsere zwei Tabellen hier. Und da haben wir die Beziehung zwischen diesen zwei Tabellen. In dieses Video werde ich mehr über das Thema Beziehungen in Access sprechen. Und zwar, wir werden mehr ins Detail gehen, wie Beziehungen aufgebaut sind und die unterschiedlichen Typen von Beziehungen. Jetzt wichtig, bevor wir mit dem Thema weiter oder fortfahren, wichtig ist zu wissen, dass in jeder Access-Beziehung dreht es um zwei Tabellen. Also die Beziehung ist immer zwischen zwei Tabellen. Und eine Tabelle ist immer die Master-Tabelle, also die Haupttabelle. Und die zweite Tabelle nennt man offiziell die Detail-Tabelle oder ich nenne sie auch die Sklaventabelle, weil das kann man dann viel besser verstehen. Also in dem Fall jetzt in der Beziehung, die wir aufgebaut haben, die wir letzte Woche aufgebaut haben, war Teams die Master-Tabelle. Und da ist immer, die Master-Tabelle ist immer da, wo wie erkennt man die Master-Tabelle? Das ist die Tabelle, von der die Beziehung aus dem Primärschlüsselfeld rauskommt. Das sieht man hier. Ja, das ist das Primärschlüsselfeld in der Tabelle und die Beziehung geht von der aus. Daher ist das keine Master-Tabelle, weil sonst müsste die Beziehung von diesem Feld hier rausgehen. Okay, deswegen ist es in dieser Beziehung her, ist das die Master-Tabelle und das ist die Sklaventabelle. Jetzt wichtig ist Folgendes. Wenn man eine Beziehung aufbaut, muss vor jedem Master, muss jeder Sklave zu einem gewissen Master gehören. Ja, also es heißt, es darf hier in der Fahrertabelle dürfen keine Fahrer drinstehen, die zu keinem Team gehören. Ja, also das ist mal eine wichtige Bedingung. Das nennt man auch referenzielle Integrität. Ja, und das heißt, es darf kein Sklave, kein in dem Fall Fahrer existieren, der zu keinem Team gehört. Weil das ist die Bedingung von dieser Beziehung. Okay? Es können Teams sein, die keine Sklaven haben. Es kann ein Team hier in der Tabelle stehen, die keine Fahrer haben. Das ist kein Problem. Aber nicht umgekehrt. Es darf kein, also es kann Masters geben, die keine Sklaven haben, aber es kann kein Sklave sein, der zu keinem Master gehört. Ja, das ist ein wichtiges Thema in Beziehungen, in Access. Und das ist die referenzielle Integrität. Dass wenn man hier auf der Beziehung hier doppelt anklickt, sieht man das hier mit referenzieller Integrität. Das heißt, wenn ich das anklicke, dann stelle ich sicher, dass jeder, ich tue es mal hier ein bisschen zur Seite schieben, dann kann man das gleichzeitig alles sehen. Das heißt, mit referenzieller Integrität heißt, dass jeder Sklave muss zu einem gewissen Master gehören. Und das heißt, wenn man, und das sind was die zwei heißen, das heißt, wenn man etwas an einem Master ändert, betrifft das seine Sklaven. Also das heißt, wenn ich den Namen des Teams ändere, dann betrifft das auch, dann sind die Fahrer, die zu diesem Team gehören, steht bei denen dann auch ein anderes Team. Ja? Oder wenn ich das Team lösche, dann werden die Sklaven dieses Teams auch gelöscht. Okay, das ist, was diese drei Haken bedeuten. Wenn ich die jetzt wegmache und auf OK gehe, habe ich keine Beziehung mehr, sondern das ist eine ganz normale Verknüpfung, eine lose Verknüpfung zwischen diesen zwei Tabellen. Ja? Während eine richtige Beziehung erfordert diese referenzielle Integrität und das ist das, was ich vorher gesagt habe. Also das heißt, es ist kein Problem, wenn ein Master, in dem Fall ein Team, keine Fahrer hat, wenn ein Master keine Sklaven hat, aber ist es ein Riesenproblem, es würde gar nicht funktionieren, wenn ich jetzt hier Fahrer denn habe, die zu keinem Team gehören. Deswegen, wenn man nicht Verknüpfungen erstellen will, sondern richtige Beziehungen, feste Beziehungen erstellen will, dann muss man diese referenzielle Integrität drin haben und dann muss man diese drei Haken drin haben. Das heißt, wenn ich einen Master lösche, werden dementsprechend seine Sklaven gelöscht, beziehungsweise wenn ich jetzt einen Master aktualisiere, werden auch die Daten, die zu dem gehören, also die Sklaven, die zu diesem Master gehören, werden dann dementsprechend aktualisiert. Okay? Und das ist jetzt so. Jetzt die Beziehung, die wir letzte Woche aufgebaut haben, das nennt man eine 1 zu n Beziehung. Deswegen hier die Zeichen 1 und hier n, also in dem Fall dieses, das ist das Zeichen von unendlich. In Mathematik ist das Zeichen von Unendlichkeit. Und 1 zu n heißt, ein Master kann mehrere Sklaven haben. Ja? Deswegen, das heißt 1 zu n. Okay? Es gibt ein zweiter Typ von Beziehungen, nennt man 1 zu 1. Ja? Wenn ich jetzt mal in eine Fahrertabelle reingehe, 1 zu 1 wäre zum Beispiel hier der Name Piquet und seine WM-Titel bei dem Team.
Das heißt, das ist eine 1:1 Beziehung. Nur die zwei hat nur eine Beziehung zu dem. Ja, er hat nicht mehr, es gibt nicht noch ein Feld für ihn. Ja? Und ein Team, die 1 hier gehört nur zu ihm. Das ist eine 1:1 Beziehung. Man kann das auch erweitern, zum Beispiel, wenn ich jetzt hier, was weiß ich, die Anzahl der Kinder, die er hat, oder seine Adresse haben will und so. Das sind diese ganzen weiteren Felder, die ich hier hinzufüge, hätten dann eine 1:1 Beziehung zu diesem Datensatz. Oft ist es so in Datenbanken, das kann man sich so vorstellen, in einer Datenbank oder in einer Excel-Tabelle von mir aus, hat jedes Element entlang dieser Reihe hat eine 1:1 Beziehung zu den anderen Elementen in dieser Reihe. Okay, also das heißt, alles was hier in dieser Zeile steht, hat eine 1:1 Beziehung zu den anderen Elementen entlang dieser Zeile. Jetzt, oft in Datenbanken will man Daten, die zu einer Person gehören oder zu einem Datensatz, will man irgendwie trennen. Also zum Beispiel, ich habe jetzt hier die Fahrer. Ich hätte jetzt gern eine zweite Tabelle, wo die Privatdetails der Fahrer stehen. Ja, zum Beispiel hier, ich habe sie schon erstellt. Wenn ich die doppelt anklicke, hier habe ich jetzt eine zweite Tabelle, wo dieselben Fahrer wie hier, drin stehen. Ja? Und, aber hier sind dann gewisse Details, die hier nicht drin sind. Also hier zum Beispiel sind die WM-Titel und die Teams. Und hier dagegen stehen die Privatdetails. Also wann er geboren ist, Kinder, von mir aus jetzige Ehefrau und so weiter. Ja? Und oft macht man so in Datenbanken, man will oft nicht eine ganz breite Tabelle mit vielen Spalten oder Feldern, sondern man trennt es. Also gewisse Details zu dieser Person kommen in der einen Tabelle, andere Details dieser selben Person kommen in einer separaten Tabelle. Und diese zwei Tabellen hätten dann eine 1:1 Beziehung, weil es immer eine Person, es betrifft immer eine und dieselbe Person. Okay? Also zum Beispiel hier habe ich dann der Fahrer, seine von mir aus Leistungsdetails, und hier habe ich denselben Fahrer mit seinen Privatdetails. Was muss man beachten bei 1:1 Beziehungen? Eigentlich ist es dasselbe Verfahren wie 1:n, nur halt die Beziehung, nur halt die Felder müssen wieder, die zwei Felder, die miteinander verbunden werden, müssen denselben Inhalt haben und vom selben Typ. Das haben wir hier, bei Fahrer ist es das Feld Fahrernummer. Das ist das Masterfeld in dem Fall. Ja? Und das hat dann den Primärschlüssel hier, das sieht man im Entwurf. Die Fahrernummer hat einen Primärschlüssel, einen Autowert. Und der Autowert ist vom Typ Long Integer. Wenn wir hier zu Fahrer privat gehen, in dem Fall ist das die Sklaventabelle. Und in dem Fall haben wir hier ein Primärschlüsselfeld, Zahl, allerdings kein Autowert und Long Integer. Das ist wichtig beim Mastertabelle. Das betrifft aber nur 1:1 Beziehungen. Ist beim Master ist es Autowert, aber beim Sklave darf man keinen Autowert haben, sondern man kann nur eine Zahl mit Long Integer, falls hier ein Autowert ist. Okay? Und das heißt, wenn man die jetzt aufbaut, gehe ich mal in Datentools, hole meine oder hier ist mein Beziehungsfenster. Ich will jetzt die Tabelle Fahrer privat hinzufügen, gehe ich hier auf Tabelle anzeigen und füge Fahrer privat hinzufügen, schließen. So, und jetzt ziehe ich dann von da nach da und sage auch mit referenziell integriert. Und man sieht dann schon hier 1:1. Okay? Ah, okay. Ich muss erst natürlich die Tabelle schließen. Ja, das muss man immer beachten. Wenn man eine Beziehung baut zwischen zwei Tabellen, muss man die Tabellen erstmal schließen. Also mit rechts anklicken, schließen. Und hier auch mit rechts anklicken und schließen. Und jetzt baue ich die Beziehung erneut. Und das müsste jetzt eigentlich funktionieren. Okay, so, da haben wir jetzt hier 1:1 Beziehung. Jetzt, ich habe vorher gesagt, dass die Mastertabelle erkennt man, wo die Beziehung von dem Primärschlüsselfeld rausgeht. Bei 1:1 Beziehung hat man hier zwar eine Beziehung zwischen zwei Primärschlüsselfeldern, aber nur in der Mastertabelle hier darf man den Feldtyp Autowert nehmen. Hier dürfte man das nicht nehmen, okay? Also, weil das jetzt in dem Fall die Sklaventabelle ist. Das heißt, wenn ich hier von hier aus den Fahrer lösche, werden dementsprechend seine Privatdetails auch hier in dieser Tabelle gelöscht. Okay? So, das ist jetzt eine 1:1 Beziehung. Und man sieht also vom Handling her ist es identisch zu einer 1:n Beziehung. Nur hier darf
zu jedem Fahrer hier darf nur ein Datensatz hier drinstehen. Ja, und man kann dann natürlich mehrere solche Tabellen erstellen. Also zum Beispiel hier ist der Fahrer mit seiner, sagen wir mal, Sportleistung. Hier sind seine Privatdetails. Man kann eine weitere Tabelle erstellen mit seiner, was weiß ich, Finanzleistung etc. Ja, und alle hätten dann 1:1, beziehungsweise alle diese Tabellen betreffen immer denselben Fahrer. Das heißt, in jedem Datensatz hier hat jeder Datensatz hier hat eine Beziehung zu nur einem Datensatz hier. Während hier hat jeder Datensatz eine Beziehung, kann eine jeder Datensatz hier kann eine Beziehung zu mehreren Datensätzen hier haben. Und wenn man sieht, was ich vorher gesagt habe zu Master und Sklave, ich mache mal die Fahrertabelle auf. Man sieht hier, ich habe hier 17 Fahrer, aber bei Privat habe ich nur diese Fahrer, ja? Also habe ich gerade 8 Fahrer. Ja? Das heißt, das sind die Master hier. Das sind die Master hier, aber nicht zu jedem Master habe ich einen Sklave. Nicht zu jedem Master habe ich Privatdetails. Ja? Und das ist, was ich vorher erwähnt habe, es können Masters geben, die keine Sklaven haben. Und zum Beispiel hier Ascari und Hawthorne zum Beispiel, zu denen habe ich, wie man sieht, keine Privatdetails. Ja? Und das heißt, es können Masters geben, die keine Sklaven haben, aber es kann kein Sklave sein, es kann hier nicht einen Datensatz haben zu einem Fahrer, den es in dieser Tabelle nicht existiert. Das ist ein sehr wichtiges Thema bei Beziehungen. Man muss immer achten, dass, und das ist eine einfache Regel zu verstehen, deswegen rede ich immer von Master und Sklave anstatt Master und Detail oder Haupt- und Detailtabelle. Man kann sich das leicht merken. Ein Master kann keine Sklaven haben, ist kein Problem, aber ein Sklave kann kein Master haben. Man kann es auch in Eltern-Kinder-Modell nehmen. Es können Eltern geben, die keine Kinder haben, also normale Erwachsene keine Kinder haben, aber es können keine Kinder sein, die keine Eltern haben. Weil diese Kinder müssen von irgendwo herkommen. Ja? Und deswegen, jedes Kind muss einen Elternteil haben, aber es können Erwachsene oder Eltern geben, die keine Kinder haben. Und das ist genauso hier, muss man sich das vorstellen mit Master-Sklave. Ja? Oder hier Eltern-Kind. In dem Fall hier, es können Teams geben, die keine Fahrer haben, kein Problem, aber kein Fahrer. Es kann hier kein Fahrer existieren, der zu keinem Team gehört. Genauso hier dasselbe. Es können hier Fahrer geben, dessen Privatdetails wir nicht kennen. Deswegen sind die gar nicht hier. Aber hier können keine Fahrer stehen, die hier nicht stehen. Ja? Und das ist ein sehr wichtiges Thema für Beziehungen, diese referenzielle Integrität. Denn ohne diese referenzielle Integrität, wie man schon vorher gesehen haben, wenn man das ausschaltet, hat man eine einfache, lose Verknüpfung, die nicht diese Beziehung, diese Vorteile einer Beziehung herholen. Ja? Und wenn wir jetzt zum Beispiel, wir haben jetzt hier in unsere zwei Tabellen, hier hat man die Fahrer, hier dessen Privatdetails, wenn man jetzt das so, man kann das dann locker, wie vorhin, in einer Abfrage kombinieren. Ja? Ich gehe mal auf Erstellen, gehe auf Abfrageentwurf, füge jetzt meine Fahrer und meine Fahrer privat und schließen. Und jetzt kann ich Fahrername, zum Beispiel und seine Kinder, so, und Ansicht, und so sehe ich jeder Fahrer und dessen Kinder. Und die Rest, wo gar nichts drin steht, habe ich dann stehen, die kommen die erst gar nicht da. Die zwei sieht man nicht, weil wir noch das Geburtsdatum haben. Ja? Ich füge mal noch das Geburtsdatum hinzu. Ja, wenn ich das ich will jetzt nochmal, wenn ich jetzt das Geburtsdatum haben will, zwischen Fahrername und Kinder ziehe ich das Geboren auf Kinder und so ist es dann hier in der Mitte. Und wenn ich jetzt zur Ansicht gehe, sehe ich, das ist der einzige Grund, warum Hunt und Clark auch in der Tabelle sind, weil wir die mit dem Geburtsdatum drin haben, ja? Obwohl sie keine Kinder haben. Ja? Und der Rest der Fahrer von den 17 sind erst gar nicht hier drin in der Abfrage, weil die keine Sklaven haben. Ja, man sieht hier nur die Fahrer, die Sklaven haben. Okay? Jetzt gibt es, also wir haben jetzt schon in diesem Video zwei Beziehungstypen gesehen, 1:N und 1:1. Ich werde jetzt im Folgevideo den dritten Typ von Beziehungen in Access erklären und das ist der M zu N Beziehung, mehrfach zu mehrfach.